Vom Ghetto ging er zum Geheimdienst. Also diese Formulierungen, vom Ghetto zum Geheimdienst, und daraus ist der gnadenlose Richter geworden. Ich meine, für wen benutzt man so ein Wort wie gnadenlos und richten? Das muss für jemand gelten, der irgendwie tief unten im Herzen einen unbändigen Groll hegt, um sich zu rächen für das, was man ihm angetan hat. Nach den Verschwörern des 20. Juli gegangen wäre, hätten wir keine Affäre Reich-Ranicki, die in Wahrheit natürlich eine Affäre des deutschen Fötus ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Die Verschwörer des 20. Juli hatten, so unglaublich das klingen mag, und im Nachhinein klingt das nicht, also es klingt nicht nur im Nachhinein unglaublich, es ist auch schon damals grotesk und skandalös gewesen, die hatten auch einen Plan zur Lösung der Judenfrage. Die wollten Leute wie Reich-Ranicki, oder die wenigen, die noch übrig waren, alle verfrachten nach Südamerika oder nach Kanada. Das waren so die Vorstellungen, wie die 20. Juli-Leute also mit dem Rest der Juden, die noch da waren, umspringen wollten. Da die 20. Juli-Verschwörer scheiterten und der Faschismus besiegt wurde, überlebte Marcel Reich-Ranicki unter anderem im Warschauer Ghetto die Vernichtung. Als Kommunist trat Reich-Ranicki dann in die polnische Arbeiterpartei ein. Anfang der 50er Jahre konnte er in den diplomatischen Dienst nach Berlin und dann nach London kommen. Dort allerdings wirkt er als Vertreter des polnischen Geheimdienstes mit der Aufgabe, polnische Immigranten und Immigrantinnen bespitzeln zu lassen. Doch er geriet in Intrigen, verlor Posten und Parteibuch und emigrierte dann 1958 in die Bundesrepublik. Mittlerweile schreibt er als sogenannter Literaturpapst für die rechte FAZ. Nachdem Reich-Ranickis Tätigkeit für den Geheimdienst vor einigen Wochen bekannt wurde, rechtfertigte er sich auf zweierlei Weise. Erstens sei es selbstverständlich gewesen, sich für die kommunistische Seite zu entscheiden. Es ist das Jahr 1950-51. Es gibt zwei deutsche Staaten. An der Spitze des einen Staates steht Adenauer, an seiner Seite Kerle wie Globke und Oberländer. Ich las, was Thomas Mann über die DDR zu sagen hatte. Respektvolles. Und das Wichtigste, an der Spitze des Staates, sah ich, standen nicht Leute, die in der NSDAP standen, sondern ehemalige KZ-Insassen und Emigranten. Auf wessen Seite sollte ich sein? Mit Herz und Seele. Diese Begründung ergänzt Ranicki freilich dadurch, angesichts des Stalinismus sich vom Glauben an den Kommunismus distanziert zu haben. Daneben entschuldigt er seine Geheimdiensttätigkeit damit, diese Tätigkeit habe eigentlich gar keine Bedeutung gehabt. Es war überflüssiges, dilettantenhaftes Zeug. Ich sehe nicht den geringsten Grund, mich zu rechtfertigen. Diese Argumente leuchteten anfänglich auch in den Wochenzeitungen und so weiter ein. Inzwischen rücken jedoch immer mehr Schreiber und Schreiberinnen von Reich-Ranicki ab. Denn zum einen zeigen neuere Dokumente, dass Reich-Ranicki anfänglich seine Position als Geheimdienstoffizier verharmlost hat. Und die Zeit brachte als Enthüllung, dass Reich-Ranicki sich noch Jahre nach seinem Parteiausschluss verzweifelt um Wiederaufnahme in die Arbeiterpartei bemüht haben soll, wovon er jetzt natürlich nichts mehr wissen wolle. Doch offenbar sind es nicht nur die Fehler Reich-Ranickis, die ihn in Bedrängnis geraten lassen. Eike Geisel geht davon aus, dass die Strategie der Angriffe gegen Reich-Ranicki im zeitgenössischen Diskurs verhängnisvoll erfolgreich sei. Und der Satz, der in der ersten Veröffentlichung über die ganze Affäre Reich-Ranicki in Anführungsstrichen gefallen ist, nämlich der Einleitungssatz, glaube ich, aus der Fernsehsendung von Tilman Jens, der kriegt immer mehr Gewicht in der ganzen Debatte. Und dieser Satz lautet: Wir dürfen niemals vergessen, dass der Richter von heute einst ein Gerichteter war. Mit anderen Worten, oder kurz gesagt, also Reich-Ranicki, also mental gesagt, ist eigentlich nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Er übt Rache aus für das, was er damals erlitten hat. Also es klingt jetzt so, als wenn es ein quasi interner Streit ist im Feuilleton, wo es darum geht, verschiedene Machtpositionen ja irgendwie zu bekämpfen oder eben Reich-Ranicki aus bestimmten Positionen rauszukicken. Ja, darum geht es auch, natürlich. Aber das wäre sozusagen der Normalfall des ganzen Betriebes, dass ein Journalist oder eine Zeitung gegen die andere geht. Das wäre eigentlich ganz normal. Nur in der erstens in der Kritik, zweitens in der großes Wort vielleicht, also in der ausbleibenden Unterstützung für Reich-Ranicki, da zeigt sich ja, dass
dass die Vorbehalte, die viele Intellektuelle oder auch viele Journalisten gegen Reich-Ranicki haben, dass die einen ganz eigentümlichen Grund haben. Also es ist nicht bloß der Neid. Das wäre ja verständlich, dass jemand neidisch ist auf so eine einflussreiche Position oder eine einflussreiche Stimme, wie sie Reich-Ranicki darstellt, sondern dass das Argument, mit dem man sich von ihm absetzt oder ihn nicht unterstützt gegen diese blöden Angriffe, dass das selbst etwas damit zu tun hat, was eigentlich eine lange Tradition im anti-intellektuellen Ressentiment oder auch im anti-jüdischen Ressentiment hat. Nämlich, dass man ihm vorwirft, er sei sozusagen also nicht nur ein Agent des Geheimdienstes, sondern er sei ein Agent der Literatur. Womit man meint, er ist ein bloßer Verkäufer. Das tritt immer stärker in den Vordergrund. Also wenn Leute wie Joachim Fest beispielsweise, also ein ehemaliger Kollege von ihm, sich dann so vorsichtig absetzt, der Reich-Ranicki hätte doch einen schlechten Geschmack oder die literarischen Urteile seien ästhetisch alle nicht zwingend, die er gefällt hätte. Er sei doch bloß ein Showtalent, also wie Walter Jens das gesagt hat. Also Jens sagte, glaube ich, das literarische Quartett unterscheidet sich nicht von Archibo oder Jakobs Verkaufsveranstaltung. Also wenn alle diese Argumente plötzlich jetzt gegen ihn hervorgebracht werden, um ihn nicht zu verteidigen oder um ihn anzugreifen sogar, da scheint mir sehr viel mehr durch als der bloße Neid. Weil das Argument, also jemand verkaufe Literatur, unterstellt, dass man selbst der Hüter und der Verfechter des Geistes ist, was ja so verschwemelt und verschwafelt und verlogen ist. Und diese Sorte von Argumente, die kennt man aus der Kritik an, das fängt an mit Heinrich Heine, dem genau das zum Vorwurf gemacht worden ist, er würde Showbusiness machen. Das fängt an, also geht weiter über die anti-intellektuelle und anti-jüdische Kritik an Alfred Kerr und Kurt Tucholsky, denen man den Erfolg geneidet hat, ihnen aber immer vorgeworfen hat, sie verkauften eigentlich nur. Also das ist die in die Kultursphäre transportierte anti-jüdische Auffassung vom Distributionsagenten. Neben dieser Argumentation gegen Reich-Ranicki taucht noch eine weitere auf. Wolf Biermann verteidigte anfänglich im Spiegel seinen alten Freund, schlug dann aber mit folgendem Argument in einer weiteren Ausgabe des Spiegels auf ihn ein. Ein paar Dinge, also da habe ich gedacht, sowas wird man, von Biermann weiß ich nicht, also wird man überhaupt nicht in einem deutschen Feuilleton lesen. Da stehen Verdächtigungen drin, die sozusagen Reich-Ranicki oder ihn stellvertretend für alle Juden Reich-Ranicki mitschuldig machen an seinem eigenen Schicksal. Da wird also so insgeheim der Vorwurf, insgeheim ist ja falsch, sondern ganz hämisch und offenkundig der Vorwurf der Kollaboration mit den Nazis erhoben. Reich-Ranicki war im Ghetto, er hat dort als Dolmetscher gearbeitet und weil er sich nicht für jüdische Dinge interessiert hat, so Biermann, und Biermann meint, er hat sich nicht für eine Übersetzung von jüdischen Gedichten, die Biermann ihm eingeschickt hat, interessiert, weil er sich nicht für jüdische Dinge interessiert hat, hat er die jüdische Sache verraten. Und er war schon damals im Ghetto ein Mitarbeiter des Judenrates. Also solche Dinge. Mhm. Und wenn es nicht jüdisch genug, und wenn ihm Reich-Ranicki nicht jüdisch genug ist, das macht er ihm zum Vorwurf, dass er sich für ostjüdische Literatur oder auch für die israelische Literatur nicht interessiert, ja. So als müsste jemand einen Vorwurf daraus gemacht werden, der Jude ist, der lieber Cordon Bleu zum Mittagessen isst und kein gefüllten Fisch. Also so macht ihm Biermann zum Vorwurf, er sei nicht jüdisch genug und hätte damit die Sache der Juden verraten. Und das sind Dinge, die so fatalerweise, also für jemand, der sich ein bisschen darin auskennt, daran erinnern, dass die Deutschen, also die Nazis doch immer den Juden zum Vorwurf gemacht haben, sie seien eigentlich gar keine. Dass Eichmann ins Konzentrationslager zu Besuch gegangen ist und dort Leute vermöbelt hat oder sie ins Gesicht geschlagen hat, weil die nicht Hebräisch konnten, im Unterschied zu Eichmann, der sich ja für einen Hobbyjudaisten hielt. Und mehr als ein Hobbyjudaist ist ja Biermann auch. Ich hatte auch keine Ahnung von diesen Sachen. Die ostdeutsche Hetze gegen Reich-Ranicki durfte auch Jürgen Fuchs für die Taz vertreten. Seine Masche ist, jegliche Lager oder Knäste gleichzusetzen, jedenfalls die im Stalinismus und im Nationalsozialismus. Er rechnete Reich-Ranicki zu den Großen, den Alten. Diese könnten aber dann ganz klein werden, wenn die Opfer der Geheimdienste zu ihrem Recht kommen würden. Die Hetze gegen Reich-Ranicki braucht also offenbar eine gnadenlose Geschichtsumschreibung, bei der Reich-Ranicki als Knapp der Vernichtung im Judenrat des Warschauer Ghettos beschrieben wird als einer, der in einer von den Nazis geschaffenen Institution überlebt habe.
Ist es jetzt von Interesse, sich mit der Person Reich-Ranitzkys nochmal zu beschäftigen, also zu fragen, was hat er wirklich gemacht? Hat er sich noch 1956 um die Aufnahme in die KP bemüht? Ist er ein Karrierist gewesen? Ist es ein Karrierist, ganz bestimmt nicht. Das ist ein Trauerspiel. Und das ist ein Trauerspiel, das man aus vielen Biografien aus der stalinistischen Ära kennt. Dass die Leute sich platt auf den Bauch vor der Partei gelegt haben und gedacht haben, nur innerhalb der Partei gibt es sowas wie irdische und mentale Glückseligkeit. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Nur, also dass er sich immer wieder beworben hat, in die Partei wieder aufgenommen zu werden. Nur, man muss vorweg sagen, also Reich-Ranitzky hat es ja selbst zweimal sehr klar gesagt, er hat überhaupt nichts zu bereuen und zu bekennen schon gar nicht. Und vor wem eigentlich? Ich meine, er hat im Unterschied zu 99,99 Periode von Angehörigen seiner Generation sich tatsächlich überhaupt nichts vorzuwerfen. Und jetzt will man von ihm eine Rechtfertigung dafür haben, dass er in die kommunistische Partei erstens eingetreten und zweitens da auch geblieben ist. Auf der anderen Seite hat er doch das gemacht, was doch allgemein hier furchtbar akzeptiert wird. Er hat im Kommunismus abgeschworen, ist gegangen und hat seither, wenn man so möchte, das heißt ja nicht linientreu, sondern ziemlich konformistische, angepasste Literaturkritiker geschrieben. Und worin liegt denn sein Fehler? Ja, das möchte ich auch. Sein Fehler liegt in einer Sache. Sein Kommunismus ist ja losgeworden, aber das Judentum nicht. Das ist das, das wird keiner ganz offen sagen, aber es liegt so am Grunde des ganzen Ressentiments. Sein Judentum ist er nicht losgeworden, das heißt, vom Ghetto ging er zum Geheimdienst. Also diese Formulierungen, vom Ghetto zum Geheimdienst und daraus ist der gnadenlose Richter geworden. Ich meine, für wen benutzt man so ein Wort wie gnadenlos und richten? Das muss für jemand gelten, der irgendwie tief unten im Herzen einen unbändigen Groll hegt, um sich zu rächen für das, was man ihm angetan hat.